Hallöle Leute, heute kommt mal wieder ein Let's Test an die Reihe. Es ist ein Spiel, in dem es um eine Kiwi geht. Yay! Naja, das habe ich jedenfalls früher gedacht, denn es ist ein Kiwi. Also das ist dieses komische Tier aus Australien, was gerne rumrennt, wie wir hier gerade sehen. Also eigentlich ist das Spiel sehr simpel aufgebaut. Man muss nur ein paar Linien ziehen, aber gut. Ich zeig's euch einfach mal so. Die Vorgeschichte ist sehr uninteressant. Och, guck mal, wie knuffig das ist. Diese Süßheit, ich ertrag sie nicht. Und der Bär, guckt euch das an. Guckt euch diese Männchen an. Doch, die sind doch so knuffig. Lieber Gott, sind die knuffig, da muss ich ja richtig losweinen. Oh, macht er sich sogleich auf die Suche nach ihrer Mama. Oh, er findet seine Mama nicht. Hört doch mal, wie traurig das ist. Kapitel 1. Leiser Wald. Puh. Okay, also hier ist es doch leicht. Denn... Wow. Hallo. Oh, was habe ich Böses getan? Möchtest du das Tutorial sehen? Ja. Nee, ich habe das bisher noch nie gesehen. Deshalb halte den A-Knopf gedrückt. Ja, das Problem ist, die Wii-Fernbedienung ist halt ziemlich unpräzise. Und deshalb, ja, gibt's da ein paar Problemchen. Deshalb wäre es eigentlich auch ziemlich gut, die Wii Motion dabei einzubauen. Uff. Aber natürlich dachten sich die Entwickler dabei, ach ja, ist ja nur ein Casual-Spiel, das interessiert doch sowieso keinen. Wow! Los, Ivy! Renn schneller! Los, du kannst das! Wow! 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 Hilfe! Was tue ich eigentlich hier? Ich weiß nicht, wie ich die zurückmache, aber egal. Yay! Los, Ivy! Schneller! Du machst einen fetten Speedrun! Okay, das schaut doch schon mal... Huch! Upsala! Ach, ich wollte schon mal ankündigen... Demnächst kommt bald mal ein Let's Test von Xbox Kinect. Das habe ich nämlich jetzt auch nochmal neu zu Weihnachten gekriegt. Und ich denke, das ist eigentlich ganz angebracht. Weil ja viele denken, ja, was ist denn jetzt besser, die Wii oder eigentlich PlayStation Move? Dann habe ich gedacht, werde ich euch das einfach mal vorstellen. Aber zurück zu Ivy the Calvi. Yay! Ja, dieses komische Männchen heißt Ivy. Und es ist ein Kiwi. Yay! Ja, ich habe früher halt immer eine Kiwi gesagt und das war nicht so schlau, aber gut. Mann, du doofe Kiwi! Beweg dich! Das ist aber nicht nett, mein lieber Freund. Ah, renn! Renn schneller! Komm, renn! Du kannst es! Du kannst es einfach! Du bist voll der extreme Speedrunner! Los, Ivy! Du bist gelangt oben am Berggipfel! Ach, komm schon! Ja, hallo, hallo, einfach mal schön weiterrennen. Lieber Gott. Wow, Stacheln! Und Feder. Yay. Ach, komm schon. Boah, lieber Gott, ist das eine scheiß Steuerung. Boah, die dreht sowas von durch. Okay, und jetzt da. Nee, jetzt bleibt er wieder da oben hängen. Ja, hier rüber. Du gehst jetzt da rüber, du kleiner Kiwi, ey. Yay. Oh Gott, ist das scheiße. Gut. Also, lieber Gott, jetzt will er noch nicht mal ins Ziel reinrennen. Also wir sehen, oben gibt es auch so eine gewisse Zeitbegrenzung und da kriegt man die Punkte und dann hat man auch ein paar Leben. Und da muss man wohl immer diese komischen Federn einsammeln. Oh, habt ihr das gehört? Das war so süß. Der hat Ivy gesagt. Oh Gott, das war so, oh, so süß. Das war so dermaßen süß. Da muss ich ja richtig feilen. Nein, das tust du nicht, du kleiner Ivy. Ist der böse. Der ist so böse. Wow. Ah, ich habe ihn umgebracht. Nein. Ja, klar, das steht da auch noch so. Fail. Echt nette Leute. Das bin ich böse. Ah, habt ihr das wieder gehört? Das ist so cool. Aber das stand Fail. Das fand ich nicht nett. Moment mal, da war eben so eine Aktion. So, ne, wie macht man die? Das war so eine mega coole, die so voll alle kaputt gerockt hat. Wow, was war das? Ivy,
Geh in die andere Richtung. Miau. Los. Oh, lieber Gott. Hallo. Hallo. Da. Ach, ich sag einfach mal nichts mehr. Nein. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Und du rennst jetzt da runter. Da runter. Da runter. Da runter. Da runter. Yo. Klar doch. Hallo. Hallo. Renn doch einfach. Boah, du kleiner Drecksvogel. So. Ach, Leute. Das. Ja, bleib stecken. Ist mir egal. Bleib einfach stecken, du böse Kiwi. Also, es wird kein Let's Play. Das ist jetzt einfach nur mal so ein kleines Review-Gameplay-Video. Let's show, let's test. Hallo? Sag mal, vergammelt der da in der Ecke oder wie? Oh, kannst du mal einfach in die andere Richtung gehen, du kleiner Pisser? Oh, Hilfe! Oh. 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 Yay! Ivy! Ivy! So. Wir machen das doch alle sehr gut, nicht wahr? Oh ja. Nein. Oh, das sieht schon so schrecklich aus. Oh! Boah! Okay, renn los, Ivy, du schaffst es bis zum Ziel! Ja, jetzt will er noch nicht mehr dahin. Ist. Hallo? Sag mal. Hallo! Oh Gott, ist das ein Scheiß. Aber man soll euch natürlich auch Scheißspiele vorstellen, nicht wahr? Yo. Yo. Ich sag einfach mal nur yo, weil das regt mich jetzt ernsthaft schon was auf. Boah, du kleines Assi-Kind. Geh doch einfach nach oben. Also, wenn ich jetzt nicht ins Ziel komme. Wenn ich jetzt nicht ins Ziel komme, ich... Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Gott, ist das scheiße. Ach ja, ihr liebt das Spiel doch genauso wie ich, nicht wahr? Ja, hab ich doch gewusst. Ich denke, wir spielen jetzt einfach mal so lange, bis wir K.O. gehen. Und ich denke, das wird auch nicht mehr so lange dauern. Hust, hust, hust. Boah, du kleiner Ivy, geh jetzt endlich darüber. Ja, komm, beweg dich. Das gibt's nämlich auch mal. Das gab's mal als WiiWare-Spiel, meine ich. Nicht WiiWare, DSiWare oder so gab's das mal. Weiß ich nicht so genau. Ja, genau, DSiWare war das. Und dann haben die es nicht mehr zum richtigen Spiel aufgemacht. Dann haben die es so gelassen und für die Wii haben die dann einfach das richtige Spiel gemacht. Wobei ich jetzt nach diesem paar Minuten Test wirklich denke, dass sie es nach WiiWare packen könnten. Weil das Spiel ist nicht gerade sehr hochwertig, sag ich mal. Oh, hübsch. Und ja, also, es ist fast schon Zeitverschwendung. Und ich denke, also man merkt einfach, dass das Spiel auch kein Hit war. Beziehungsweise ist. Denn die Entwickler haben auch nicht so viel dran verdient. Deshalb wird sich's auch noch lohnen, dass... Boah, was mache ich hier? Deshalb wird sich's auch noch lohnen, das einfach nur als WiiWare-Spiel auszugeben. Ja, geglitscht, ey. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Boah, lieber Gott, ist das... Bin ich einfach zu schlecht dafür, oder was? So, und jetzt gehen wir einfach mal hier dran vorbei und lassen uns von allen Sachen einfach mal nicht irritieren. Wow! Yay! Wow, ich habe die Mega Feuer. Blume! Aha! Was sage ich eigentlich gerade? Ich meine diese komische Feder. Wieso rede ich dann von Feuerblumen? Das ist schon ein wenig mysteriös. Boah, er dreht durch, oh Gott! Lieber Gott, ist das komisch. Das ist so mysteriös. So, und jetzt gehen wir aber richtig ins Ziel. Ja, ich hab's ins Ziel geschafft. Ja, da freuen wir uns ja mit dir, Alvise Kalvi. Ja, ich bin jetzt schon mittlerweile ein wenig voreingenommen, weil mich das Spiel schon ein klein wenig... Wow! Nervt. Huch. Ich versuche diese Einstellung mal ein wenig abzulegen, aber ich glaube nicht, dass wir das so leicht schaffen werden. Denn es gibt jetzt schon einige negative Aspekte. Und hier muss ich jetzt erstmal eine kurze Pause einlegen. Moment. Leute! Hilfe! Hilfe! Ich sterbe gleich. Ich weiß gar nicht, wo der hingerannt ist. Egal. Renn weiter, Ivy. Du findest schon den Weg nach Hause. Denn alle Wege führen nach Rom.
Oh, na super. Krass. Ich habe auch noch so scheiße Glück gehabt. Boah, wenn ich jetzt nicht mehr aus dieser Scheißecke komme, ich mache euch alle kaputt. So. Ich habe gesagt, so. 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 Los, Ivy, du schaffst das. Ivy, der Weg ist nicht mehr weit. Hallo. Boah, renn doch einfach ins Ziel, du doofer Kackvogel. Und da tanzt er so behindert. Obwohl das ja auch so knuffig ist irgendwie. Nur, da, das macht mich wütend. Alter, wie lang ist das Level? Okay, der ist ja schon ein bisschen knuffig, aber ja. Das Spiel ist so dermaßen scheiße. Oh, Ivy, fall nicht gegen die Decke. Tu dir deinen Kopf nicht weh, Ivy. Boah, lieber Gott. Einfach rüberrennen und gut ist. Oh, danke, er rennt weiter. Welch ein lieber Kerl. Wow! Nein. Nein, Ivy. Nein. Nein, nein, nein. Ivy, komm, wir laufen weiter. Los, Ivy, du kannst das. Du bist doch ein netter Kerl. Oh, ich will keine One-Ups. Ich möchte das endlich beenden. Ivy. Komm schon. Komm. Ja, komm, du Kleiner. Oh, hupala, ich bin in die Stacheln gefallen. Das war ja so unabsichtlich. Fail. Boah, das finde ich ja echt am eiskaltesten. Immer dieses am Ende. Fail. Boah, das ist so... Kiwi? Oh, du bist ja so knuffig, du kleiner Kiwi. Ja, du kleiner Kiwi. Ja, du bist ja eine süße Kiwi. Kiwi sind so lecker und fruchtig und erfrischend und spritzig und so. Wow, wow. Oh, hupala. Ich bin ja wieder in die Stacheln gerannt. Wie ist denn das bloß passiert? Ich habe ja gar keine Ahnung. Oh Gott, nein, wie grässlich. Und schlimm natürlich auch. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung zu diesen ganzen Casual Games in die Kommentarbox schreiben. Das würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ich finde, es sollten sehr viel mehr hochwertige Sachen produziert werden, als wenn man Geld für so einen Schrott ausgibt. Das ist einfach blöd. Okay, natürlich denken sie dann, dass es kein Schrott ist. Oh. Denn sie wollen halt damit groß rauskommen, die Entwickler. Aber bei solchen Spielen kann man das nicht schaffen. Da denkt man sich doch zweimal nach erstmal, ob man so ein Spiel macht oder nicht. Also, das finde ich jetzt schon was blöd. Oh, endlich. Lieber Gott, scheiß Spiel. Okay, ich habe noch 2 Leben. Kapitel 2. Die belebte Stadt. Oh yeah, wie toll ist das denn? Die belebte Stadt. Welch ein aussagekräftiger Titel. Wow, 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 los, Ivy, du kannst das, du bist einfach mega Superman. Los, Ivy, los, Ivy, los, Ivy. Was ist da oben? Ups, ich bin ja in die Stacheln gegangen, weil ich sehen wollte, was da oben war. Oh mein Gott, wie schrecklich, das wollte ich ja gar nicht. Oh, wie ist denn das bloß passiert? Da frage ich mich ja wirklich. Hoch. La 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 la. Wie kann so etwas Böses nur passieren? Oh, schon wieder. Was ist denn dort geschehen? Ich weiß es ja gar nicht. Das war einfach viel zu schwer für mich. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ivy? 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 Oh Gott, wie süß. Oh Gott, ist das knuffig. Oh nein, ich habe die Stacheln ja gar nicht gesehen. Wie bin ich bloß da reingeraten? Oh nein, ich bin Game Over. Dann müssen wir jetzt wohl aufhören. Oh Gott, ist das traurig. Ich muss weinen. Meine Meinung über das Spiel, kauft es euch nicht. Das ist schrecklich. Ihr könnt gerne selber eure Meinung dazu bilden. Ich habe nichts gegen andere Meinungen. Also schreibt mir mal in die Kommentarbox, was ihr so von Casual Games denkt und von diesem Spiel. Also sehen wir uns beim nächsten Review. Bis dann. Ciao.